Hey Leute, was geht? Schon's ein Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Steal or No Steal. Und wir sind an einem sehr, sehr geilen Punkt in diesem FIFA angekommen. Es gibt wirklich auf jeder einzelnen Position inzwischen eine 99er-Karte. Vom Torwart bis zum Außenverteidiger bis zum Angreifer. Überall kann man 99er-Karten haben. Dementsprechend, überall wo eine 99 ist, sind wir best besetzt. Überall wo noch keine ist, müssen wir noch dran arbeiten und uns noch bessere Spieler ranholen. Das ist das Ziel. Lasst gerne ein Like da. Würde mich freuen. Leute, bevor wir reingehen, ganz kurz, weil die beste Fußball-Fotmom noch nicht auf dem Handy hat, sollte sich jetzt für den Link oben in der Beschreibung downloaden, wenn ihr die App öffnet habt, direkt so einen Kalender. Das heißt, ihr verpasst keine Fußballmatches mehr. Zum Beispiel jetzt gerade läuft der DFB-Pokal. Das heißt, ich kann sogar einen Favorit setzen und habe das Match dann auf meinem Sperrbildschirm und werde absolut nichts mehr zu dieser Partie verpassen. Und das gibt es zu allen Matches, beispielsweise auch zu allen Ligen. Ihr seht es hier, jede Liga, jedes Land, wo Fußball gespielt wird, ist hier vertreten. Wer mir bei Instagram folgt, weiß, bei mir ist ja mein Handy kaputt gegangen. Fortnite war direkt eines der ersten Apps, die ich auf dem neuen Handy jetzt wieder gedownloadet habe. Ihr kriegt News, Transfergerüchte zu allen Ligen, alle Infos, nicht nur zu Mannschaften, sondern auch zu Spielern. Wir können mal bei Haaland raufgehen. Wir haben ja zwei Spiele bisher in der Premier League gehabt, wo er 4 Tore gemacht hat. Das ist damit der beste Spieler der Liga, sieht man hier in den Statistiken. Und man kann auch genau seine Schussmap angucken, von wo er geschossen hat, als die Schüsse reingingen oder als sie halt nicht reingingen, wo sie im Tor eingeschlagen sind. Alle Statistiken von ihm im Vergleich zu anderen Spielern auf der Position. Je grüner der Balken, desto besser, je roter, desto schlechter. Obvious. Also man kann richtig geile, detaillierte Statistiken einsehen. Das Ganze völlig kostenlos, super Fußball-App, deswegen gönnt euch Fortmob kostenlos über den Link in der Beschreibung. Also ich bin sehr gespannt, um was es hier heute alles gehen wird, gegen was für Gegner wir spielen, was für Winners Prize wir bekommen, wie unser Team am Ende aussieht. Es können auf jeden Fall ein paar 99er Karten heute als Winners Prize da sein, aber auch noch 98er Karten auf der Linksverteidiger, Innenverteidiger, Torwartposition. Da müssen wir dann quasi zwei einzelne Schritte machen, bis wir zur 99 kommen. Theoretisch kann aber auch direkt eine 99 kommen, dass wir die 98 überspringen. Wir gucken einfach mal, was so geht und suchen den ersten Gegner aus. So, dadurch, dass jeder inzwischen übergeiles Team hat, gehe ich davon aus, dass er auch Spieler mit uns upgraden können. Und ja, das sogar auf mehreren Positionen. Bro, 4,99 und alle davon würden uns helfen. Ich würde sagen, dann kann ich frei auswählen und dann nehme ich den geilsten, den teuersten und auch den seltensten. Und das ist Frimpong 99er, der Winners Price ist. Und hier seht ihr auch den Losers Price eingeblendet, den Spieler, den wir bekommen, wenn wir verlieren. Jo, zweite Minute, Musiala drückt uns ein. Ah, kommt schon wieder mit der 1, Dribbling an mir vorbei. Wie einfach macht er das die ganze Zeit? Gerade auch mit Musiala. Jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Jetzt noch Kopfballtor mit Haaland und ey, das wäre ganz schwierig hier alles. Nein, nein. Passt er nochmal in die Mitte, oder? Oder schießt der? Bro. Bro, Philipp Lahm will Kopfballduelle gegen uns und sowas. Was passiert hier? Und wieder 1, Dribbling und wieder ab durch die gesamte Abwehr. Und wieder kann ihn keiner aufhalten. Bro, ey, die Anfangsphase gefällt mir gar nicht. Bro, war der nicht im Abseits? Digga, ich habe auch nur auf Haaland geguckt. Was passiert hier? Das Beste an diesem Match ist ehrlich, dass wir nur 0-1 hinten liegen. So, jetzt kommen wir. Puteas. Einfach dranbleiben. Hat er sogar richtig gut hinten zugelaufen. Na, der ist nicht schlechter Gegner, aber trotzdem guckt er sehr dumm, wenn es hier gleich unentschieden steht. Puteas. Ich wollte gerade sagen, ich krieg Tritt im Rücken und so. Gib mir mal einen Freistoß. Ah, er weiß, glaube ich, auch, wie ich den schießen werde. Aber ist egal! Oh mein Gott, vor Fotheringham. So, ab in den Rückraum, Petri. Petri mit R1, Petri. Zack, zack, Messi, zack. Okay, wir sind aber langsam da, okay. Aber in den Lauf, oh, wir sind zu weit außen, aber ansonsten war es sehr geil. Er denkt, ich gehe in den Rückraum. Bro, wir können auch einmal so ein Zweikampf gewinnen, das wäre fresh so. Ah, ah, ah. Okay, jetzt haben wir kein Glück. Okay, langsam wäre der Ausgleich sehr verdient. Man sieht gar nichts mehr von ihm. Das Spiel hat sich komplett gedreht. Warte mal. Ja. Puteas. Puteas! Ach, Mann. Nein! Naja, war ein gutes Tackling, aber wäre nochmal geiler, wenn er den Ball wirklich gewonnen hätte. Weil jetzt, ja, den auf Haaland flanken, das ist ja wie ein halber Elfmeter. Oder halt die Ecke reindrehen, da kann man machen, was er will jetzt. Und jetzt einfach mal so, ja, kassieren wird gar nicht bocken. Ja, 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 ich hab's geahnt. Aber ich hab auch keinen mehr auf der Linie bekommen. Oh, sein erster Angriff seit 20. Minute. Ich brauche mehr Leute vorne, ich brauche mehr Leute vorne, komm schon. Nein, oh mein Gott, ich dachte, sie geht mit dem Kopf hin und so, aber okay, 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 okay. Boah, drei Leute sogar von uns hier auf der Seite. Da kann man sich mal echt ein bisschen Platz erarbeiten.
mal geht's schnell alles. Hey, 2 Tore in 2 Minuten. Ja! Kein Aus! Ja! Schön aggressiv in der Verteidigung und zack. Und jetzt rennen wieder außen, hier mehrere. Jetzt wird es hier schwierig für ihn. Pass, ich laufe, ich, was mache ich? Ich spiele in den Rückraum. Ein weiter. Kreuf. Ey, 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 ey! Ohne sowas! Elfmeter, ey. So, Puteas. Nein, er springt flach, oder? Nein, er springt hoch! Ja, Mann! Ey, ey! Geil, er hat schon so Angst vor Losers Praise, gar keinen Bock darauf. Oh, 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 oh. Der wird da irgendwie auf ihn spielen. Ja, zurückgeköpft. Wir verteidigen alles weg jetzt. Und ganz weit raus ist das ein geiler Ball, ey. Flach in die Mitte, du überläufst, da muss der Gegner dahin. Dann können wir hier kreuzen. Ja, vorbei am Keeper. Ja! 4 zu 2 auf einmal. Was passiert hier? Ist das geil? Ey, geil. Er war die ersten, weiß ich, 20 Minuten war der beste Spieler der Welt. Dann hatten wir ihn eigentlich und trotzdem hat er das 2-0. Und zum Glück haben wir uns am Ende komplett gestraft. Ja, Mann! Und 4 zu 2 hier noch gewonnen. Big, 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 big. Also das war echt eines der knappesten Spiele, so schwierigsten Spiele der letzten, ja, Wochen, Monate. Also warum ich mich für Frimpong als Winner's Prize entschieden habe, sollte ja klar sein. Wie gesagt, den werden die wenigsten haben. So, Haaland haben richtig viele, weil man sich da über den Katalog erspielen konnte. Der Keeper ist eine SBC, die 20k kostet, den hat jeder. Philipp Lahm auch eine SBC, den viele haben. Gegen die werden wir schon noch häufiger spielen, aber dass man gegen Frimpong trifft, das wird das erste Mal, dass ich gegen diese Frimpong-Karte gespielt habe, deswegen will ich mir den direkt sichern. Und die anderen werden wir uns, denke ich, hoffentlich auch bald sichern. Also, Carvajal, super Typ gewesen, absolut geile Karte, aber wenn wir dafür Frimpong-Footies reinbekommen, muss er auf jeden Fall weg. Und zack, sogar ein Premium-Footies. Die Karten sehen nochmal 10-mal geiler aus als diese normalen Footies irgendwie. Und er ist drin, er ist am Start, das nächste Häkchen. Der erste Mann jetzt hinten in der Verteidigung auf, der auf dem höchsten Level ist. Wunderbar, wunderbar. Wir suchen den nächsten Gegner raus. So, 99er Keeper? Nee. Er hat ihn nicht. Er hat dafür... Ja, okay. What? Er hat fast ein Full 99er Team. Ich habe mir richtig Qual. Der war... Ey, ich überleg mir kurz einmal. Und die Entscheidung ist mir wirklich absolut nicht einfach gefallen, weil es gab so viele geile 99er, die ich eh noch unbedingt haben will. So, wir haben auch nur noch einen einzigen Spot in der Offensive noch frei. Und ob ich jetzt hier Neymar oder Pelé nehme, ich weiß nicht. Ich liebe Neymar, ich feiere Pelé. Ja, ich denke mal, am Ende muss es Pelé sein, 99, der Winner's Prize ist. Und hier haben wir den Loser's Prize. Auch das ist natürlich eine stabile Karte, aber alles, was keine 99 hat, wollen wir nicht haben. So. Wow, 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 wow. Warte mal. Das ist ja was ganz anderes hier. Wir können in Führung gehen. Digga, er hat sogar noch mit Keeper-Move und alles probiert und so. Aber so ein 1 gegen 1 lässt sich Kreuf nicht nehmen. Ui, ui, er wollte uns hier rasieren. Er wollte uns rasieren mit Neymar. Ja, das ist halt auch richtig geil, so mit Neymar-Skillen, Tricksen und so. Na gut. Das scheint er ganz gut zu machen. Aber hinten brennt es dann schnell bei dem Gegner. Ah, angetäuscht. Ah, leider nein. Na? Oh, der Druck ist da. Frimpong. Absoluter Scheißball, aber den kriegen wir wieder. Warte mal. Was mache ich hier eigentlich? Komm, ein guter Move. Ah! Aber gegen so gute Verteidiger kommt man so nicht vorbei. Nein, ich wusste, er will nach außen. Jetzt will er den nach innen gehen. Jetzt will er wieder nach oben gehen. Jetzt will er den lang spielen. Und Frimpong! Mit einer geilen Aktion. Okay, das ist eine ganz andere Partie als eben. Beide viel mit Tricks. Beide schnell nach vorne. Aber auch der Gegner kommt wieder wie ein guter FIFA-Spieler rüber. Also solche Partien liegen mir eigentlich eh noch mal ein bisschen mehr, wo so beide schnell nach vorne gehen. Beide am Tricksen sind. Keiner bunkert. Nix, nix. So, dann kann ich nämlich ganz schnell zeigen, was ich drauf... Oh ja, okay, das war ja ein ganz schwacher Schuss. Ganz, ganz schwacher Schuss. Das kannst du besser... Petri! Schade. So, Petri mit Kraft. Ah, spiel den noch schnell. Du auch. Nein, warum in den Rücken? Pass nach unten. Nein. Pressing. Ja. Foul. Oh. Nein, abseits, oder? Kein Abseits! Hey, wie geil war das gespielt? Es war kein Plan, wie Puteas da den Kopfball gewinnt, aber... Nein, 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 ich will einen Weitschuss. Hä, Finessen in die Ecke? Er hat die Idee. Ja, ja, ja! Perfektes Timing, Petri. Petri, wo ist der Keeper? Oh, hat er uns fast rasiert sogar. Ich wusste nicht mal, wo der Keeper ist, Mann. Der chillt auf einmal im Tor. Er wollte mich verwirren, er hat mich verwirrt. Aber wir hatten da Glück halt, dass der Ball zu uns wieder kam. Und ich glaube, das war's auch mit dieser Partie. Der Gegner geht relativ früh raus, weil ich ein cooler Gegner, der auch so ein bisschen getrickst hat. Aber hinten hat er halt
verrückt struggle. Das ist meistens so bei Leuten, die tricksen irgendwie das Verteidigen ein bisschen schwierig. Deswegen, ja, passt. GG. Da ist er. Pelé 99, unser neuer Stürmer. Das ist crazy. Damit haben wir Mittelfeld und Angriff jetzt komplett voll. Mit dem besten der besten Spieler. Habe ich mich richtig entschieden, dass ich nicht Neymar genommen habe? Neymar wäre vielleicht für mich auch nochmal geil, auch aufgrund seiner Playstyles und so. Aber Pelé ist einer so der besten Fußballer aller Zeiten. Da kann man jetzt nicht Nein sagen. So. Also, Cruyff, danke, dass du da warst. Der war einer der ersten Top-High-End-Karten, die wir hier hatten. Ne? Und der hat immer gut performt. Ich bin mir sicher, Pelé wird auch immer gut performen. Das heißt, das nächste Häkchen ist dran in der Mannschaft. 4 Karten sind es noch, die noch geupgradet werden müssen. 3 Verteidiger und ein Keeper. Das heißt aber, wenn wir nicht irgendwie demnächst verlieren, Downgrade kriegen, boah, dann sind wir schon auf einem guten Weg, bald das heftigste Team in EAFC 24 überhaupt mit nur 99er-Karten zu haben. Und wie gesagt, wir haben ja auch im letzten Video drüber geredet, ich habe es ja auch nochmal kommentiert. Die Bank wird auf jeden Fall hier demnächst, ich habe ja auch schon 98er Mbappé darauf getan und so, ich kann hier nochmal ein bisschen upgraden. Ich habe jetzt erstmal die alles drin getan, das sind so ziemlich die Highest-Rated-Spiele, die ich gerade noch so im Verein einfach so rumliegen habe, die ich nicht verkaufen werde. Aber auf jeden Fall, unsere Stil und No-Stil-Legenden hier, Schwitzer und Remberg vom Anfang des Jahres. Boah, man kann sich kaum noch dran erinnern, wie die hier bei uns gespielt haben. Ich weiß, Rambo hat gute Weitschuss-Tore gemacht. Schwitzer hat ein paar gute Dribblings mit Toren gemacht. Das ist schon so lange her. Aber bis zur letzten Episode zumindest werden die in Ehren gehalten, dürfen auf der Bank bleiben. Und dann, sobald das Team voller 99er ist, kommen sie in die Hall of Fame, werden in die Reserve geschoben. Und dann gucken wir, was mit Bank möglich ist. Ob vielleicht wirklich sogar ein 99er-Rating möglich ist. Ich glaube, ja. Huh. So, also jetzt richtig auf sein Tor und auf seine Abwehr gucken. Tore gefällt mir noch nicht so. Abwehr. Hat ein Upgrade. Es ist zwar keine 99er-Karte, aber eine 98er-Karte, die uns auch weiterhilft und uns auch upgradet. Dementsprechend ist sie der Winner's Prize, nämlich Rio Ferdinand. Und hier haben wir den Loser's Prize, aber auch hier werden wir wieder alles geben, damit wir den am Ende nicht in unser Team tun müssen. Also, Pelé, renn mal. Nein, der Pass wird zu spät gekommen. Ah! Wäre der Ball auf Puteas nicht eingeschlafen, hätte ich da wieder direkt einen hohen Lang spielen können. Und wir hätten schon wieder direkt eine 1-gegen-1-Situation mit dem Torwart. Werden wir hier eingeholt. Oh, Ferdinand ist schnell, aber nicht schnell genug. Krank. Auch stabil als Pelé einfach mal als erste Situation zu haben, wie man 1000%igen liegen lässt. Aber gut, da glaube ich auch ein nice Keeper gemoved an der Situation. Oh mein Gott, und ein zweites Aktion. Der kann auch einen Fallrückzieher passen, seitfalls hier in die Ecke zauen. Das kommt natürlich dann doch sehr gefährlich. Krank. Also ich hatte in den Kommentaren auch gesehen, beim letzten Sionussi-Video, das einige von euch vorgeschlagen haben, dass das hier jetzt die letzte Folge sein soll, dass ich mich ransetzen soll, quasi bis das Team zu Ende ist und dann auch noch ein paar Bonus-Matches mit dem Team und alles drum und dran. Also ja, hätte man theoretisch machen können, aber es fehlen halt hier nachher immer noch 4 Spieler, beziehungsweise vielleicht sogar 5 Partien, wenn wir bei der Linksverteidigerposition auch noch diesen Zwischenschritt mit 98 machen, was man ja nicht beeinflussen kann. Das wäre dann doch eventuell ein bisschen zu viel gewesen. Ich würde sagen, in der nächsten Episode probieren wir auf jeden Fall das Team fertig zu kriegen und dann auch Bonus-Matches noch zu spielen so. Und zumindest eins, um das fertige Team zu testen. Ja, deswegen eskaliert mal mit den Likes, weil das hier ist vielleicht langsam das Ende von Stil und No-Stil in diesem FIFA. Würde mich freuen auf jeden. Boah, dieses Torwart so crazy. Wie günstig diese ganzen Karten geworden sind, finde ich auch absolut verrückt. Absolut verrückt. Weil bei dem Keeper könnte man sogar auch noch einen Zwischenschritt machen mit 98. Pickford oder so könnte es da noch geben. Wir hauen erstmal Rio Ferdinand rein. Ich würde sagen, wir machen heute auch noch eine weitere Partie, weil, naja, bevor wir in der nächsten Episode zu viele Matches haben, teilen wir das noch ein bisschen auf. Wir machen heute noch ein weiteres Match, um uns bestens vorzubereiten, dass das nächste Video wirklich die letzte Folge sehen muss in diesem FIFA XXL-Format mit danach Pool 99er-Team und alles drum und dran sein kann. Das ist das Ziel. Also Ferdinand ist am Start. Ja, mal gucken. Der nächste hat dann hoffentlich 99er am Start. So, also gucken wir mal. Nee. Er hat auch nochmal eine 98er-Karte, ist das weird. Wenn wir gewinnen, kriegen wir auch, so wie er ihn ja spielen hat, Calafiori als Linksverteidiger. Und wenn wir verlieren, dann gibt es auch wieder eine stabile Karte, aber die absolut nicht stabil genug ist für unser Team. Dementsprechend wollen wir nicht verlieren. Bro, jedes Mal schlafe ich am Anfang, dass die Gegner mir einfach einen Finesse-Schuss drücken können. Der startet einfach mal mit Handicap quasi. Zack. Pelé. Mit Kraft rein. Wie voll kann es sein vor einem Tor? Kurze Eck bitte. Ah, stark halten. Oh, ungerne. Ungerne. Ich habe Tor schon rausgeholt. Boah, die Flanke wäre trotzdem angekommen. Lauf auch in der Mitte. Jeder hat diesen Ferdinand. Der ist auch echt krass. Das sieht aber gut aus. Pelé. Das gibt's nicht. Wie die halt in der Mitte auch auf Abseits stellen und so.
Mag ich nicht so gerne hier die ganze Zeit. Aber da können wir die guten Bälle in die Lücken schwer spielen. Ungern. Wie ein Verteidiger nur noch hinten. Wo ist denn der Rest, Mann? Wir fördern den Regel mal bitte auf korrekt. Warte mal. Wenn wir hier jetzt mit Tempo kommen, dann ist das nicht so einfach zu verteidigen. Ja, Mann. Pedri. Nee, der macht einen Steilpass, ja. Jetzt würde ich den nochmal in die Mitte geben am liebsten wahrscheinlich. Macht er auch. Und Mbappé wäre, glaube ich, eher abseits beim Nachschuss. Ja. Lauf, lauf, lauf. Ablenkungsmanöver. Aber ich will mit Frimpong jetzt einmal durchziehen. Bock für den Gegner, glaube ich, nicht so das zu verteidigen. Aber er macht es ja auch nicht. Verteidigt nur den Pass in die Mitte. Das sorgt für Platz für uns. Sauer! Nein, oh, ich hätte hoffen, dass er umgetreten wird. Sonst beim Schuss einfach 11 auf easy. Nein, macht aber gut mit dem Flügelwechsel. Aber so langsam lassen wir ihm keine Anspielstation mehr. Bis er dann wieder den Flügel wechselt. So, haben wir. Okay, Pelé, renn, renn, renn. Pelé, renn! Nein, ist abseits, oder? Oder? Oh, das ist kein Abseits. Anscheinend war es das beste Timing aller Zeiten. Sehr geil. Boah, was für eine Mitnahme. Ja, das ist natürlich dann Krise, ne? Oh mein Gott! Boah, jetzt werden wir hier richtig gepresst. Aber ist okay. So, ab in den Lauf von Frimpong. Jo, einmal in die Mitte, einmal in den Rückraum. Hat er nicht schlecht erahnt. Muss man ihm lassen. Renard kann, glaube ich, wenn sie den Ball gut trifft, ganz gut schießen. Oh, oh, oh. Oh! Ja, ist okay. Ist okay. Zwar sind wir sehr weit außen, aber wir sind eigentlich auch schneller. Er wartet auf den Pass in die Mitte. Das heißt, Abstoß einfach. Mann. Messi. Also garantiert, dass er jetzt in der Pause auf totalen Angriff gestellt hat. Oh mein Gott. Es könnte brennen, ey. Ich krieg ihn nicht unter Druck gesetzt. Er passt nach unten, er passt nach unten. Nein. Okay, er hat sich gut befreit. Ich mach oben zu. Er muss vielleicht Flügel wechseln gleich wieder. Aber wie gut kommen wir. Oh, Respekt. Ehrlich Respekt. Vielleicht sollte ich einen Foul ziehen. Ach du Kacke. Okay, ja. Super Angriff von ihm leider. Ja, Mann. Kranker Angriff. Boah. Das war echt sehr stark vom Gegner. Mal gesehen. Er will nochmal alles geben. Boah, boah, wir können Deckel vielleicht drauf machen. Katschaui. Katschaui. Ja, es war. Roller hat aber auch echt die Anspielstation gefehlt. Mann, er springt unterm Ball durch. Hinzumachen, vielleicht passt er unten sehr gut. Boah, das müssen wir jetzt, ja. Okay, das Ding ist durch. GG, auch der Gegner war nicht verkehrt. Aber am Ende haben wir uns das Ding geholt. GG, GG, GG. So, die SBC wurde fix abgeschlossen, weil ich hatte ihn noch nicht am Start, Color Fury. Ja, jetzt hatten wir den Grund, ihn abzuschließen. 98er Karte ist ja ehrlich was Cooles. Kann, glaube ich, Innenverteidiger und Außenverteidiger. Ich denke, er wird nicht zu lange hier bleiben, weil wir wollen ihn ja auch noch demnächst zu einem 99er upgraden. Aber so für jetzt, die Karte ist schon geil. Ehrlich, die ist schon nice. Aber wie wenig einfach sein Ingame-Bild mit seinem Foto, das stimmt gar nicht überein. Ganz anderer Mensch. So, Katschaui auch lange am Start gewesen bei uns. Muss jetzt das Team verlassen. Und zack, wir sind auf der Linksverteidigungsposition auch einen Schritt näher gekommen, um da die bestmögliche Karte überhaupt zu haben. 4 fixe Upgrades noch, 4 Matches am Stück, die wir gewinnen müssen. Ich denke mal, diesen Pickpot im Tor sieht man nie. Ich denke deswegen, dass 4 Spiele nächstes Mal reichen werden, wenn wir alle gewinnen. Dann sollten wir danach das beste Team haben. Und da habe ich richtig Bock drauf, auch mit dem Team dann zu zocken. Alleine jetzt rasiert das Team ja schon die ganze Zeit, macht übertrieben geile Sachen. Es macht einfach so viel Bock. Man muss bedenken, wir sind am Anfang des FIFAs mit einem Bronzen-Team ohne Chemie gestartet und guck mal, wo wir jetzt sind. Das ist absolut nice. 30 Episoden hat es gebraucht, das heißt so knapp 100 Matches einfach. Aber es war eine sehr geile Zeit. Ich freue mich übertrieben auf die nächste Episode. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, das ist immer cooler Support. Ich bin raus, macht's gut, bis dann. Ciao.